So, und weiter geht's. Willkommen in der Toskana. Da müssen wir hin. Okay, Mario. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Mario und seine Männer beim Attentat auf Vieri de Pazzi helfen. Wie man in den Wald ruft, so schallt es hinaus. Und es ist Nacht auf einmal. Es ging instant. Ist in der echten Welt auch so. Also so plötzlich sind Leute weg nach einem hellen Lichtblitz. Und die Welt ist auf einmal richtig dunkel. Das ist schon nicht unauffällig, also das ist, wenn so eine Gruppe von Leuten wie so eine kleine Mini-Armee entlang läuft. Ne, halt das mal zu. Wir wollen noch nicht. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Ich mag keine Wurfmesser. L'attacco! San Gimignano, benannt nach dem heiligen Geminianus, der angeblich einen dichten Nebel heraufbeschwor, um die Stadt Modena vor Attila dem Hunnen zu retten, wurden San Gimignano im 3. Jahrhundert nach Christi gegründet. Die Stadt wuchs als wichtiger Haltepunkt auf dem Pilgerweg nach Rom seit dem 10. Jahrhundert beständig an. Im Jahr 1199, als die Bürger wohlhabend geworden waren, spaltete sich San Gimignano von Bischof von Volterra ab und wurde selbst verwaltet. Die für die Stadt so typischen Türme entstanden in einem Wettstreit ihrer reichen Bürger, um zu zeigen, wie viel Geld sie in der Tasche hatten. Zu ihrer Glanzzeit gab es in der Stadt 72 Türme. Aber die Pest von 1348 schwächte San Gimignano stark. Ohne Geld für die Instandhaltung begann die Stadt zu zerfallen. Der Stadtrat bat Florenz um Hilfe und Florenz übernahm die Kontrolle. Und man tanzt sich als Kerl in einer Gruppe von leichten Mädchen und fällt nicht auf. Alles ganz normal. Ja. Aber ist echt so. Messer werfen. Ein Messer, ein Toter. Deinen Tod planen.
So, dann wollen wir mal das Tor öffnen. Und die haben aufgeräumt, nicht schlecht. Ohne Leute zu verlieren. Mario hat echt die tollsten Leute an sich, unter sich. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Mario folgen. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um die Jeri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Ach, das hätte ich auch alleine geschafft. Was hat Jeri denn jetzt vor? Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kindermädchen. Und warum? Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Hat sicher mal wieder das Falsche gesagt. Die falschen Leute sauer. Gebt ihnen was zum Nachdenken. Und jetzt zahlen sie den Preis. Ich hätte gerade kein Schwert in der Hand, lustigerweise. Ja, erstmal schön angeben, genauso ist es richtig. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein General, der gerade entsprechend die Armee führt. Hat irgendwie was. Aber nicht wie ein General, eher wie ein Kommandant. Ihr wisst, was du meiner Schwester angetan hast, Figlio di Puttana! Aua! Wie die alle in mein Messer reinlaufen, ist unglaublich. Ich muss mich verstecken. Pass doch auf. Was für eine Woche. Ich konnte den Bankier nicht bezahlen. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Der Leutnant sagte oft, ihr werdet dafür bezahlen, eure Posten verlassen. Ah, Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Jeris Männer haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange wie Jeris. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Okay. Wir verlieren ihn! Da ist er! Torri del Savucci. In einem für ihre Türme berühmten Stadt errichteten sie Salvucci-Familie im 13. Jahrhundert als Zeichen ihrer Macht nicht einen, sondern gleich zwei. Und nicht genug damit, dass sie zwei errichteten. Sie bauten sie auch noch höher als den Turm des Herrschers, des Podestas von San Gimignano, und das trotz eines Gesetzes aus dem Jahre 1255, welches solch einen Akt der Aggression aus Ziegel und Mörtel untersagte. Empört setzte der Podestà durch, dass die Türme verkleinert wurden, bis sie seinen nicht mehr überragten. Äh,
Die Rüstung von den Gegnern sind magnetisch aufgeladen und mein Schwert wird einfach von den Rüstungen angezogen. Viridepazzi, dein Tod ist nah. Hey, was macht er da? Halt! Ja, hau ihm eins auf die Rübe! Schneller! Hau ihm eins auf die Rübe! Wo rennst du hin? Da hoch. Arsch. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Attentat auf Vieri. De Pazzi. Er ist jetzt da unten. Der ist nicht on. Ich spreche Spanisch in Italien. Wer war das? Wer hat Spanisch gesprochen? Ich hab's nicht mitgekriegt. Oh, schade, ich hab's nicht mitgekriegt. Versteckt der feige Hund sich außerhalb oder was? Ach ne, er ist im Turm drin. Muy bien. Ja, stimmt, das ist Spanisch. Ne, das kann. Ist sicher? Bist du sicher, dass muy bien Spanisch war und nicht Italienisch? Ist er auf dem Turm oder was? Komm ich jetzt dahin? Ah, da, okay. Okay. Es könnte aber auch tatsächlich. Ja, es ist halt international, ne? Es ist internationaler Tempelorden. Bleib dran! Komm. Nächster. So, mach du auch, dann bist du tot. Danke. Lass die nicht da bist du ja. Den Boss macht man zum Schluss. Nee, du bist es nicht wert. Ich mach das mit dem Dolch. Vieri, du bist so schlecht, ich mach die sogar mit dem Dolch platt. Klatsch! Und den Rücken aufgeschlitzt. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte?
Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Wie die Augen mit Gewalt zugedrückt hat. Einfach so zugeklatscht. Patsch. Messergürtel erhalten. Codex-Seite erhalten. Leichte Desynchronisation. Die scheiß Briefe muss ich noch lesen, ne? Ja. Kann's vergessen. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte und zum Tode verurteilte. Die Geschichte wird dies alles als bloße Politik und Gier abtun. Wisse, dass es kein Hass war, der meine Hand führte, sondern Angst. Als die Medici uns alles geraubt hatten, spürte ich Angst. Angst um dich, um unseren Sohn, um die Zukunft. Welche Hoffnung bietet diese Welt einem Mann ohne Möglichkeiten? Sie boten mir Geld, Land und Titel als Lohn für meine Mitarbeit. Und so kam es, dass ich meinen engsten Freund verriet. Wie unaussprechlich diese Tat auch sein mag, in dem Moment schien sie nötig. Und noch jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich keinen anderen Weg. Signor Paci, ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Al magnifico Lorenzo de Medici, mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet. Ich kann bestätigen, dass es um weit mehr als nur Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Duca Galeazzo Sforza geht. Ich glaube, dass andere Parteien, die nach weit größeren Gewinnen streben, die Dinge derart manipuliert haben, dass sie ihre Ziele erreichen, ohne sich selbst preiszugeben. Lampugnani, Olgiati und Visconti haben sich dieses Verbrechens schuldig gemacht. Keine Frage. Und sie haben die passenden Partner für ihren Verrat gefunden. Aber viele andere adlige Familien sind unter Verdacht. Unter anderem auch unser Francesco de Pazzi. Ihr Ziel und ihr Motiv sind mir noch nicht klar. Aber erste Funde deuten einen Plan an, dessen Ausmaß euch sicher beunruhigen wird. Am besten führen wir dieses Gespräch unter 4 Augen weiter, da ich zögere, meinen Verdacht aufzuschreiben. Antwortet mit einem Ort und einer Zeit. Ich werde euch dort treffen.
Außerdem habe ich den Gonfaloniere befohlen, Francesco so lange festzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Vertrauliche Grüße, euer Giovanni. Ach, mal nicht gesprochen. Schade. In diesen Dokumenten möchte ich festhalten, was ich in den letzten Wochen herausgefunden habe, für den Fall, dass man... Hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Das ist das gleiche wieder wie Teil 1. Okay, ja, sehr schön. Das heißt, wir haben ein bisschen. Wir haben was entdeckt. Die Welt löst sich gerade auf.